So, willkommen zurück zu einem neuen Video und am Titel habt ihr es gesehen, mir reicht's. Ja? Nein, nicht die Börse, sondern die Volatilität. Ich habe jetzt echt keinen Bock mehr drauf. Nach den ganzen Kursverlusten von Tanger, von Luck & Coffee, gut, das ist was anderes, eine andere Geschichte, von Lufthansa und was ich was alles und jetzt halt Shell auch noch. Kam heute die Nachricht, mega, ne? Voll toll, nicht, dass Shell die Dividende um 67% bzw. zwei Drittel kürzt, also 66,66666%, ja, ihr seht es hier, kürzt die Dividende seit dem Zweiten Weltkrieg. Also willst du mich ver... ja, das war eine meiner größten Cash-Cows im ganzen Portfolio, ja, und hier unten seht ihr, von 47 US-Dollar-Cents wird sie gekürzt auf 16, also zwei Drittel weniger. Für mich heißt das mit meinen Anteilen, ich glaube ich, 105, oh, schöner Vogel, hallo, auf dem Balkon. Für mich heißt das mit den knapp 161 Anteilen, bedeutet das einen Dividendenverlust. Ich habe es jetzt mal für die nächsten drei Quartale schon eingepriesen, weil ich glaube nicht, dass Shell die Dividenden auf einmal wieder anheben wird. Wenn ja, würde ich mich hoffen, aber wenn nicht, dann rechne ich mit 132 Euro weniger Bruttodividende dieses Jahr, was mich extrem ankotzt. Ja, das kotzt mich echt an. Klar, ich kann mich selber jetzt dafür verantwortlich machen. Natürlich, ich bin derjenige, der hier kauft, verkauft und Sparpläne aufsetzt und so weiter. Tja, jetzt würde ich gerne wissen, was der Kolja und was der Aaron dazu sagen, die da irgendwie 10.000 und 17.000 Euro investiert haben in Shell. Gut, für die wird es jetzt nicht so ein Riesending sein. Also falsch, es wird einen riesen Unterschied für die machen. Aber die haben halt ein riesen Portfolio, wo das eher so peripher sie tangiert, ne? Sag ich mal so. Aber wir gehen einmal kurz hier rein. Ihr seht, Shell steht jetzt bei 16,24 Euro. Gestern waren sie bei 17 Euro irgendwas. Ihr seht, wir haben heute allein schon 6,08% verloren. Das ist mein DEGIRO-Portfolio. Und bevor wir hier aber weitermachen zu, noch eine Sache in eigener Sache. Jetzt wartet. Ich habe ja Battle of the Portfolios gestartet, was ja morgen dann losgeht. Ja? Und ich habe, ihr seht, Views sind okay, nicht wirklich so wie normalerweise. Ihr seht, weniger. War auch ein bisschen umständlich gemacht und vielleicht teilweise ein bisschen ja, schwierig formuliert gewesen. Aber im Endeffekt habe ich hier diese Portfolios mit Wachstum, Dividenden, Hochdividenden und nur Wachstumswert ohne Dividenden, die ich gegeneinander antreten lassen werde, also als Musterportfolio sozusagen. Ich werde das pflegen und hegen, damit wir sehen, welches Portfolio oder welche Strategie vielleicht die bessere ist oder ob eine Kombination daraus euch am glücklichsten machen könnte. Und auch mich, ich ist ein Learning-Tool für mich. Und ich habe auch schon die ersten, jetzt nicht nur anhand dessen, sondern anhand der letzten, ja, 5, 6 Wochen, muss ich sagen, mit der ganzen Videosgeschichte, meine Schlüsse gezogen und es wird Anpassungen geben, wie eigentlich jede Woche bei mir so ungefähr, aber es wird Anpassungen geben in Richtung wirklich Volatilität. Ich habe, mir kommt die Kotze, ja, mir kommt die Kotze hoch, muss ich so sagen, ich muss würgen. Und ich habe da echt keinen Bock drauf, dass ich auf Hochdividendentitel setze und ich hoffe, dass die Dividenden kommen und auf einmal, gut, den Virus konnte keiner voraussehen in dem Sinne, aber dass dann wirklich sichere Firmen, wo man denkt, das ist wirklich sicher, das ist jetzt nicht eine Tanger, das ist wirklich Shell, das ist Shell. Ja, und die haben, wie gesagt, seit dem Zweiten Weltkrieg nicht die Dividende gekürzt. Und auf einmal kommen sie und kürzen sie die zwei Drittel der Dividende und das kotzt mich an, ja. Wo einfach der Cashflow dann wegfällt. Und ja, da habe ich gesagt, okay, kack drauf. Ja, wenn es dann sowieso so geht, dann kann ich auch auf andere Werte setzen, beziehungsweise andere Werte in den Fokus richten und halt die Werte einfach komplett auf Minimum herunterfahren, was dann auch passieren wird, wie hoch die Sparpläne angepasst werden und was jetzt in den Fokus rückt für mich, das werdet ihr in den nächsten Tagen sehen, da kommt ein Video zu. Aber ja, egal, jetzt nochmal dazu zurück. Es sind nicht viele Views zusammengekommen, also weniger als sonst, ungefähr die Hälfte, sagen wir so. Es haben wirklich viele mitgemacht, vielen Dank dafür. Ich mache so einen kleinen Sneak Peek, ich zeige nicht alles, aber das, was sowieso fast schon sicher ist, das wird sich nicht viel ändern. Ihr seht, bei Apple oder Microsoft haben sich 102 Leute haben mitgemacht, also beim ersten Video haben noch die meisten mitgemacht. Aber es ist halt doch relativ wenig, wenn ich sage, 400 Leute haben geschaut und 100 haben abgestimmt, dann ist das ein Viertel der Leute oder 25%. Also,
Ich gebe euch gerne nochmal die Möglichkeit, dass ihr jetzt die Videos nochmal anschaut. Ihr müsst ja nicht das Ganze anschauen, sondern geht einfach hin und stimmt wenigstens ab, damit wir mehr Leute haben, die abstimmen. Ja? Ihr müsst euch ja nicht das ganze Video anschauen. Im Endeffekt, ihr habt es zusammengefasst, die Portfolios treten gegeneinander an. Ich habe jeweils 10 Aktien zur Auswahl, von der ihr 5 auswählen müsst pro Portfolio. Und geht nochmal bitte auf die Videos, die verlinke ich unten nochmal in der Beschreibung. Und dann könnt ihr hier die 5 Dinge abstimmen. Ich zeige euch mal, wie das aussieht. Also, wenn wir mal jetzt dieses Video anfangen hier, machen wir das mal schnell groß. So, und alle Leute fragen, wo kann ich denn abstimmen? Ich sehe das nicht. So, mach ein bisschen heller. Da oben, guck mal, da klickt auf dieses i und dann kommen hier die ganzen Sachen. Dann könnt ihr hier einfach draufklicken und dann stimmt das ab. Und ihr seht direkt, wie viel Prozent sich dafür entschieden haben und so weiter bisher. Also, das würde ich gerne, dass ihr das macht, damit wir einfach mehr Leute zusammenbekommen. Und es gibt, wie gesagt, diese 5 Videos, diese 3 Videos. Und ihr könnt ja dann selber schon ein bisschen einsehen, wer wie viel abgestimmt hat. Also, ich würde mich echt freuen, dass ihr das mal macht. Hier ist Shell, unser Shell-Kandidat. Würde ich gerne wissen, ob sich das vielleicht eventuell heute noch ändern wird. Ob da Leute sagen, okay, wupp, ich ändere meine Meinung. Ihr habt noch bis morgen Zeit. Morgen gehen dann die Sparpläne durch, werden ausgeführt um 9 Uhr morgens. Und dann mache ich auch das Video. Also, vor 9 Uhr morgens habt ihr Zeit, das zu machen. Das heißt, ein bisschen weniger als 18 Stunden oder so. Und beim letzten, da haben wir PayPal, das könnte vielleicht noch ein bisschen eng werden, aber je nachdem, aber PayPal ist so ein bisschen der Kandidat hier. Also bitte geht unten und stimmt ab. So, jetzt zurück zum Video. Also Shell macht die Dividenden runter oder ja, schneidet die Dividenden ab. Und bei mir heißt das im Moment mit diesen 161 Stück, die ich habe, einen Verlust von knapp 132 Euro Bruttodividende. Ich kann leider nicht fluchen, ich würde unheimlich gerne fluchen, aber man darf es nicht. Auf YouTube, man darf ja nichts mehr machen auf YouTube, weil irgendwie Kinder zuschauen können und naja, ist ja gut, verstehe ich alles, bin ja selber Papa. So, jetzt möchte ich euch noch zeigen, weil wie gesagt, etwas, was mir auch lieb ist und sehr am Herzen liegt, ist, wenn ich mir Videos von anderen Finanzbloggern anschaue oder Bloggern anschaue, dann ist da sehr viel Gerede und Gelaber und Tranchen kaufen und was ich was und Pipapo und hier und da und keiner zeigt sein Portfolio. Ich zeige mein Portfolio, bitteschön, da seht ihr es, ja. Wir haben einen Depotwert im Moment von 13.060 Euro, heute wieder ein bisschen hochgegangen. Also im Endeffekt ist jeder Tag hochgegangen und ich bin jetzt nur noch bei minus 15%. Und das ist krass, wenn man sich überlegt. Ich habe hier einen Post, ich weiß gar nicht, wann ich das gepostet habe. Sieht man das irgendwo auf Instagram? Die Daten, früher gab es mal Daten, haben sie jetzt auch nicht mehr. Ach, 23. März. Am 23. März, ja, das ist jetzt ein Monat, also 5 Wochen her, war ich mit meinem Portfolio bei... kommt direkt hier, minus 32,89%. Also ich bin schon ja, 17% plus in 5 Wochen wiedergegangen, ja? Was extrem ist. Wie das Ganze sich aufteilt, das seht ihr dann in der Monatszusammenfassung. Also im Endeffekt jetzt, die nächsten Tage werden viele Videos kommen, weil gibt es halt die Dividenden kommen, die P2P-Zinsen werden ausgewertet, als auch wie viel Geld zurückgekommen ist bei den ganzen ja, Geldabhebe-Marathon, nenne ich es mal so. Und die Zusammenfassung für den Monat, was gekauft worden ist, als auch die Anpassung der Sparpläne wird es dann geben, denn ich bin Anti-Volatilität eingestellt jetzt und wie gesagt, mich kotzt das echt an, dass man auf Hochdividendentitel setzt und auf einmal sind dann werden die Dividenden gekürzt drastisch bei halt auch Werten, wo man das ja in der letzten Situation schon ein bisschen verstehen kann, natürlich, aber man es nicht sich nicht gewünscht hätte, aber es ist jetzt doch eingetreten. Und wie gesagt, klar, man kann nur sich selber dafür verantwortlich machen. Beschissen ist es trotzdem, denn es fehlt auf einmal ein riesen Cashflow. 132 Euro brutto, sagen wir mal, es wären noch mehr geworden bis zum Ende des Jahres. Wären vielleicht 125 Euro dann netto rausgekommen, das sind 5 Sparpläne. Ja? Und ist halt kacke, ne? Ist halt extrem kacke. Ja? Hier, 125, was kann ich hier euch zeigen, wie viel wären das denn? Was kann ich euch zeigen hier? Ja, wäre fast eine 3N. Ungefähr. Ne? Ja. Also, bitte geht unten abstimmen und falls euch das Video gefallen hat, ich wollte euch dann nur die News geben für alle, die bei Shell investiert sind und ihr vielleicht noch hier eure Meinung ändern wollt bei der Abstimmung, ob ihr wirklich Shell reinnehmen wollt in den Portfolio-Battle. Ich weiß es nicht. Ich würde vielleicht eine der anderen nehmen, damit wir einfach mal sehen, was passiert, weil Shell habe ich ja sowieso bei mir im Portfolio. Aber es wird halt Änderungen geben, nicht im Sinne von Verkaufen, sondern einfach Umschichten und ja, Rebalancing, was jetzt ein bisschen mehr gewichtet wird, was weniger gewichtet wird.
weil mich nervt das echt extrem. Und ich habe ja eigentlich auch schon geplant gehabt, zum Mitte des Jahres und Ende des Jahres das langsam anzutreten, aber jetzt habe ich es einfach vorgezogen und ab 1. Mai wird es losgehen und ihr werdet das auch schon sehen. Und ja, sonst, ich habe ja bei DEGIRO habe ich ja mein Einzelkaufportfolio sozusagen, weil ich ja dafür 50 Cent, Eurocent kaufen kann. Und wenn ihr wollt, dass ich das mal zeige, wie das funktioniert hier, heute oder morgen sollte Geld ankommen, dann werde ich wieder was kaufen, dann mache ich das gerne mal live. Also ich zeige, wie das funktioniert, damit ihr wirklich seht, dass das nur diese Gebühren sind für 50 Cent. Und es macht es halt wirklich interessant. Unschlagbar eigentlich, sogar noch besser als Trade Republic, kann man sagen. In meiner Meinung nach, aber Trade Republic ist halt auch cool für alle, die so ein bisschen traden wollen, weil der Spread halt da ein bisschen größer ist. Hier könnt ihr natürlich auch kaufen in den Währungen der jeweiligen Länder. Ob das positiv oder negativ ist, müsst ihr selber sehen. Ich bin hier so dreifach gefahren. Ich habe hier das Konto in der Schweiz mit Schweizer Franken. Wenn ihr in Deutschland macht, dann habt ihr es natürlich in Euro. Kauft aber dann halt in der US-Währung, also im Dollar, für diese 50 Cent plus 0,004 Dollar pro Stück. Und ja, ich finde das extrem geil. Wenn ihr Gebühren sparen wollt und sowieso Einzelkauf macht, dann ist das vielleicht euer Ding hier. Und ansonsten habe ich halt noch die Comdirect als Hauptdepot sozusagen. Und die Consorsbank, die Links findet ihr übrigens unten in der Beschreibung. Wenn ihr mich supporten wollt, vielen lieben Dank. Es gab eine Anmeldung mittlerweile. Vielen Dank an dich, wenn du dich angesprochen fühlst. Du weißt dann wohl Bescheid. Und es würde mich echt freuen, weil ihr so ein bisschen den Kanal supporten könntet und ich dann das Portfolio schneller in die Richtung ja, Anti-Volatilität umbauen könnte. Und ich hoffe auch, dass ihr positiv was wegnehmt von den Battle of the Portfolios. Serie, die jetzt ja, regelmäßig gezeigt wird auf dem Kanal, damit ihr, vor allem die Anfänger unter euch, also wenn ihr das zum ersten Mal schaut hier oder vielleicht auf das Video schon gestoßen seid, damit ihr da seht, dass Hochdividenden sehr interessant sind, wenn der Cashflow dann läuft, aber halt komplett für ein A sind, wenn halt sowas wie heute mit Shell passiert. Ja? Weil was nützt es mir denn, wenn ich so einen Hochdividendentitel im Portfolio habe, der erstens Kursverluste hat, also Buchkursverluste, zwar nicht realisiert, wenn man nicht verkauft, aber halt erstmal der Wert runtergeht und dann noch die Dividenden nicht gezahlt werden. Dann ist es ja genau das Gegenteil von dem, was man haben möchte. Ja? Weil ich möchte ja nicht Geld in irgendwas investieren, was weniger wert ist und dann auch noch nicht den Cashflow mir bringt. Im Endeffekt ist das dann komplett nutzlos, würde ich so sagen. Ja? Ja. Ich schaue mal noch schnell kurz, bevor ich euch sage, meine individuelle Rendite bei Shell ist mittlerweile bei 3,75%. Und wenn ich 3,75% bei Shell habe, ja, weil ich halt ein EK habe, mein EK ist 22,95 € bei Shell gewesen, ich habe nicht zu 10 Euro gekauft. Wenn ich zu 10 Euro gekauft hätte, wäre ich immer noch bei 7,5-8%, was okay wäre. Aber jetzt 3,75% und da ist der erste Monat noch gut drin. Wenn ich den unterrechnen würde, dann wären es vielleicht unter 3%. Da kaufe ich lieber eine Cisco, wo bei mir die Cisco im Moment mit 3,43% ist, wo ich einfach diese blöde Volatilität nicht habe. Ja. Aber ja, gut, nur mal das nebenbei. Also, wenn ihr mich ein bisschen supporten wollt, die Links findet ihr unten. Ansonsten ansonsten wünsche ich noch einen schönen Tag. Hoffe, ihr seid nicht so krass getroffen worden dadurch und ihr habt nicht nur 99% Shell bei euch im Depot, sondern es ist diversifiziert. Es wird sich massiv was ändern, was meine Aufteilung im Portfolio angeht. Ich zeige euch das noch nicht. Ihr seht das im nächsten Video, wenn ich das Monatsupdate mache. Aber ja, ich habe da genug von. Ich habe jetzt einen Cashflow aufgebaut, der eventuell noch geringer wird im Laufe des Jahres, wenn noch mehr Firmen die Dividenden kürzen oder eventuell streichen werden. Ich habe jetzt Hoffnung auf den Mai, aber wir dürfen gespannt sein, wie es aussehen wird, vor allem die deutschen Firmen, wie die zahlen werden. Ich schiele gerade hier auf Allianz. Aber ja, wir werden es sehen. Also, abonniert bitte den Kanal unten rechts hier. Oben geht zu den Videos, ich habe die verlinkt, die Battle of the Portfolios Teil 1, 2, 3, damit ihr schneller reinkommt. Einfach schnell abstimmen, dann könnt ihr das Video wieder ausmachen, das ist okay, müsst ihr euch nicht anschauen, wenn ihr nicht wollt. Und lasst einen Daumen hoch da und wir sehen uns dann morgen oder übermorgen. Also,